Hallo und willkommen zum nächsten Video auf dem WinLab-Kanal. Mein Name ist Niklas, ich bin studentische Hilfskraft an der TH Wildau und arbeite fürs WinLab und ich werde euch gleich nach dem Intro das neue Video zu OpenShot bringen. Zunächst stelle ich erstmal kurz das WinLab vor. Wir haben das Prinzip Do-it-yourself, das heißt Sachen lieber selber herstellen, anstatt diese irgendwo zu kaufen und sozusagen ein bisschen kreativ zu sein. Kreativität steht bei uns ganz oben. Und Ziel ist es, Privatpersonen den Zugang zu modernen Technologien sowie Produktionsmitteln, zu beispielsweise 3D-Druckern oder auch Lasercuttern zu ermöglichen, denn nicht jeder hat diese Sachen im Haushalt. Da wahrscheinlich ihr auch nicht einen 3D-Drucker zu Hause habt, könnt ihr dann beispielsweise zu uns kommen und dort die 3D-Drucker von uns nutzen. Ansässig sind wir in Wildau, das ist in der Nähe von Berlin. Und wenn das mit Corona wieder vorbei ist, beziehungsweise etwas gelockert wird, dann könnt ihr auch gerne wieder zum Open Lab Day zu uns kommen und dort dann auch unsere Geräte und so weiter nutzen. Heute wird es ein Video zur DIY Content Creation Reihe geben, wo ihr lernen könnt, selber kostenlos Content zu erstellen. Dazu könnt ihr auch gerne Feedback in den Kommentaren da lassen. Ihr könnt auch gerne unser Video liken oder auch, wie gesagt, kommentieren, um zu schauen, also damit wir auch schauen können, wie diese Videos bei euch ankommen. Wenn ihr Interesse an anderen DIY-Content-Creation-Themen wie beispielsweise Audiobearbeitung oder weiteren Videobearbeitungsprogrammen habt, könnt ihr das auch natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Im letzten Video ging es um die Vorstellung von OpenShot und um die Benutzerfläche. Die habe ich da ein bisschen erklärt und euch ein bisschen genauer aufgezeigt, was man so mit OpenShot machen kann. Also allgemein was zu OpenShot gesagt. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Sonst machen wir jetzt heute mit dem Teil 2 weiter. In diesem Video werden dann die Grundfunktionen, die ersten Schritte behandelt. Das heißt, ich werde euch im Endeffekt heute so ein bisschen zeigen, wie kann man denn überhaupt ein Video schneiden, was gibt es für Filter, was für Übergänge, was kann man mit der Audiospur machen, wie kann man zum Beispiel Texte hinzufügen oder wie kann man das Projekt am Ende exportieren. Das werde ich heute nur mit ein paar Beispielsnippets machen, die ich vom letzten Video noch habe. Das heißt, ich werde sozusagen den letzten Workshop nehmen zum Schneiden, wobei der schon fertig geschnitten ist. Ich werde da dann das Endvideo davon nehmen. Und werde euch anhand dieses Videos dann so ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Das macht jetzt zwar nicht unbedingt Sinn, weil das Video schon fertig geschnitten ist, aber das Projekt, was wir umsetzen wollen, kommt ja im dritten Video, also im dritten OpenShot-Video. Das ist dann OpenShot Workshop 3, der wahrscheinlich im März kommen wird. Und dort werde ich euch dann auch zeigen, wie man das an einem praktischen Beispiel, also an einem praktischen Projekt macht. Es wird in diesem Fall jetzt nur eine Kleinigkeit sein. Da habe ich mir auch schon was Kleines überlegt und dann werde ich euch da zeigen, wie man diese Videoschnittsachen auch in der Realität anwenden kann und nicht nur in der Theorie, wie wir es heute machen. Das war es auch erstmal zu der Einleitung. Kommen wir jetzt auch schon zum OpenShot-Teil. Ich habe zunächst das Programm geöffnet, das seht ihr jetzt hier, und ich bin hier oben kurz auf Ansichten und dann auf erweiterte Ansicht gegangen. Damit kriege ich diese Ansicht hier mit diesen ganzen Elementen. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was es damit auf sich hat, dann schaut euch gerne nochmal den ersten Teil an. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt zunächst erstmal eine Datei einfügen in die Projektdateien. Ups, das wollte ich nicht. Und genau, dass wir das dann gleich bearbeiten können. Das wird jetzt in diesem Fall der OpenShot Workshop 1 sein. So, habe ich gemacht. Einfach per Drag und Drop reinziehen. Ihr könnt das natürlich auch hier über Datei und Dateien importieren machen oder Steuerung F, wie es hier steht. Dann habt ihr das auch gemacht. Okay, ich werde euch jetzt ein bisschen OpenShot näher bringen mit den Funktionen, was ihr hier alles machen könnt. Dafür werde ich zunächst euch zeigen, wie ihr jetzt diese Projektdatei in eure Bearbeitung ziehen könnt. Das könnt ihr entweder mit Drag und Drop machen, dass ihr einfach diese Datei zieht und hier reinfügt, oder ihr macht einfach Rechtsklick und zur Zeitleiste hinzufügen. Dann habt ihr nochmal so eine Übersicht und könntet jetzt hier OK machen. Ich nehme aber die erste Variante und werde das jetzt einfach hier reinziehen. Jetzt seht ihr schon, links hat sich jetzt ja auch die Eigenschaften haben sich jetzt hier geöffnet. Das habe ich ja beim letzten Video schon so ein bisschen erklärt. Das heißt, ihr habt im Endeffekt, wenn ihr jetzt hier auf diesen Clip klickt, habt ihr jetzt hier die Eigenschaften von dem Clip, wie beispielsweise der Ort und sowas alles. Das könnt ihr natürlich verändern, müsst ihr aber nicht. Ich werde da auf einzelne Sachen eingehen. Aber wenn euch das zu viel ist, könnt ihr das auch einfach ausblenden oder hier verkleinern, vergrößern, wie ihr wollt. Und natürlich, wenn ihr jetzt nicht auf dem Clip drauf seid, dann ist das natürlich weg, weil jeder Clip oder jede Audiodatei oder was auch immer hier einfügt bei den Projektdateien, hat eigene Eigenschaften und dann werden natürlich auch eigene Sachen hier angezeigt. So, was ich jetzt mal machen werde, ich werde erstmal die Audiospuren umbenennen. Das macht man einfach, um ein sauberes Projekt zu haben, um eine Übersicht zu haben und zu wissen, wo was ist. Das heißt, ich werde das jetzt hier einfach mal Video benennen.
Ich werde das jetzt einfach mal sowas wie Effekte benennen. Und ich werde eine dritte Audiospur. Ich gehe mal ein bisschen hoch, hier sind noch mehrere da. Ihr könnt natürlich auch weitere hinzufügen. Das gehe ich jetzt einfach mal und nenne das einfach mal Musik. Wobei hierbei darauf zu achten ist, dass ich natürlich jetzt keine Musik einfügen werde aufgrund der DMCA-Verordnung. Das heißt, ich kann ja nicht irgendwelche Musik hier einnutzen, die nicht mir gehört. Und da solltet ihr unbedingt auch darauf achten, wenn ihr ein eigenes YouTube-Video oder sowas hochladen wollt, wenn ihr Musik reinmacht, dass ihr auch die Rechte an dieser Musik habt. Die anderen Audiospuren werde ich jetzt einfach mal löschen. So, das heißt, wir haben jetzt noch diese drei Audiospuren und in der Video-Audiospur ist auch unser Video drin. Als nächstes werde ich euch den Umgang mit der Zeitleiste und den Markensätzen ein bisschen näher bringen. Das ist ja das hier, diese Marke, was ich euch schon im letzten Video erklärt hatte und wie ihr damit umgeht. Zunächst werde ich aber ein bisschen rauszoomen mit Steuerung, Mausrad. Könnt ihr rauszoomen. Das seht ihr auch schon. Jetzt sieht man ein bisschen mehr von dem Clip oder von dem Video. Ich sage immer Clip, weil das halt immer einzelne Videosnippets sind, die ihr dann aneinander fügen könnt. Aber im Endeffekt ist es jetzt in diesem Fall nur ein Video, was auch nur zu Demonstrationszwecken verwendet wird. Das heißt, der Sinn ist hier nicht unbedingt vorhanden. Es geht halt allgemein nur um die Funktion, damit ihr diese erstmal versteht. Genau, ich wähle den noch ruhig mal aus. Das ist jetzt egal, dass jetzt hier was steht. Und ich gehe jetzt beispielsweise mal, hier rechts oben seht ihr ja die Übersicht. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem Teil, wo diese Einleitung zu Ende ist und wir in den OpenShot-Teil springen. Suche ich jetzt mal kurz raus. Genau hier ist es. Genau hier. Ich zoome jetzt mal hier an dieser Stelle ein bisschen rein, um einfach mal zu gucken, wo das jetzt genau ist. So, wir sehen es. Hier sehen wir die einzelnen Frames des Videos. Und hier sind wir drin in der Ansicht. Jetzt klicke ich einfach mal auf diese Marke hier. Und wenn ich jetzt mal den Cursor ein bisschen wegbewege, seht ihr auch, hier ist so eine Marke, eine Zeitmarke gesetzt. Ich zoome jetzt mal wieder ein bisschen raus. Und was ihr jetzt machen könnt, wozu diese Marken gut sind, ihr könnt in dem Video mit Shortcuts hin und her springen, was das Ganze um einiges vereinfacht. Das heißt, ihr könnt mit Steuerung und mit den Pfeiltasten auf eurer Tastatur, das heißt der linken und der rechten Pfeiltaste, könnt ihr hin und her springen. Dafür haltet ihr einfach Steuerung gedrückt und drückt einmal die linke Pfeiltaste, die rechte Pfeiltaste oder nochmal die rechte Pfeiltaste. Und somit könnt ihr hin und her springen. Das heißt, ihr könnt zum Anfang des Videos springen, zu den einzelnen Markierungen. Ihr könnt ja auch beliebig viele machen. Und ihr könnt natürlich auch zum Ende springen. Wichtig dabei ist nur, dass ihr auch diesen Clip markiert habt. Wenn ihr das jetzt nicht habt, könnt ihr zwar zu den Zeitmarken springen, aber nicht zum Anfang und zum Ende des Videos. Das heißt, am besten dann immer den Clip oder was ihr gerade bearbeitet, einfach einmal markieren. Genau, wieso habe ich das jetzt hier markiert? Da kommen wir nämlich jetzt auch zum nächsten Teil schon, nämlich zum Videospur schneiden und verschieben. Das heißt, natürlich, einer der wichtigsten Punkte bei einer Videobearbeitung ist natürlich das Bearbeiten des Videos an sich. Also man kann jetzt natürlich hier noch Effekte einfügen oder Musik einfügen. Zu den Effekten kommen wir dann noch später noch, aber an sich das Wichtigste ist ja die Videobearbeitung. Ich habe jetzt beispielsweise hier diese Stelle, wo ich auch diesen Marker schon gesetzt habe. Und ich sage jetzt einfach mal, dass ich da einen Cut machen will, also einen Schnitt einfügen will, um diese Teile zu trennen. Das macht man ganz einfach, indem man hier auf dieses Tool geht. Dann klickt man einmal rauf, das ist das Trennwerkzeug, dann seht ihr ja schon diese Linie. Und da, wo ihr jetzt einmal einen Linksklick hinmacht, wird euer Video geschnitten. Ich mache das jetzt einfach mal hier ganz nah an diese Linie, dann wird es da geschnitten. Und ganz wichtig dann, klickt zunächst erstmal nochmal hier rauf, um wieder aus dem Trennwerkzeug rauszukommen. Wenn ihr das nicht macht, dann trennt ihr hier ganz viel und wundert euch, warum da immer mehr getrennt wird. Aber ihr müsst einfach hier einmal raufklicken und dann ist dieses Trennwerkzeug auch schon wieder deaktiviert. So, ich zoome jetzt mal wieder ein bisschen raus. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier aus einem Teil zwei Teile gemacht. Da kann ich jetzt natürlich auch wieder, wenn ich die jetzt markieren würde, wieder hin und her springen. Lasse ich jetzt aber erstmal. Und jetzt können wir diese theoretisch auch voneinander abtrennen. Das heißt, ich kann die jetzt hier wegnehmen und jetzt haben wir hier beispielsweise eine Lücke. Was ich jetzt machen könnte, wir könnten natürlich jetzt noch weitere Projektdateien einfügen, wie beispielsweise irgendeinen anderen Clip oder irgendwas anderes, eine weitere Erklärung oder so beispielsweise, und könnten diese hier zwischenfügen. Dann könnten wir das hier weitermachen und könnten das hier zwischenfügen. Das können wir natürlich beliebig im ganzen Video machen. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch nochmal zu Demonstrationszwecken. Ich weiß nicht, wo genau das Auto jetzt war. Ich sag mal so hier oder so. Wenn ich jetzt hier mich verabschiedet habe, könnte ich jetzt beispielsweise hier auch nochmal sowas machen. Mache jetzt hier nochmal so einen Clip rein. Dann ganz wichtig wieder entfernen, also deaktivieren des Tools. Und dann ist das auch schon durch. Dann habt ihr jetzt hier beispielsweise drei Teile. Ich gehe jetzt mal wieder nach ganz vorne. So, jetzt haben wir hier drei verschiedene Clips. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach die Clips hier einfügen und dann hier aneinander fügen, dann sieht es genauso aus. Je nachdem, was euer Ziel mit dieser Videobearbeitung ist. Als nächstes werde ich euch ein bisschen was zu den Audios zeigen. Also das heißt, hier ist natürlich nicht nur das Video, also was ihr hier habt, das ist ja einmal das Video, was ihr hier seht. Und dazu ist ja immer noch eine Audiodatei. Ich kann das ja mal kurz für euch abspielen. Dafür drücke ich einfach auf Wiedergabe.
Ich, ihr Heißt, müsstet Sachen, die man jetzt mich selber doppelt produziert, hören, einmal bauen ganz und wenig im herstellen, anstatt Hintergrund. diese beispielsweise zu kaufen. Ich mache das jetzt mal wieder aus, damit das jetzt nicht so verwirrend ist. Und wie gesagt, ihr habt mich gerade im Hintergrund gehört und natürlich auch, wie ich gerade live spreche. Dieser Hintergrund war im Endeffekt die Videoaufnahme. Und wir können diese Audiospur beispielsweise auch stumm schalten. Wir können die Lautstärke ändern, dass wir sagen, wir wollen es lauter haben, weil man es nicht so gut hört oder leiser haben. Und das zeige ich euch jetzt kurz. Wie man das macht, ist ganz einfach. Das habt ihr hier links in den Eigenschaften. Das heißt, ihr geht auf den Clip, den ihr haben wollt. Ihr könnt mehrere Clips verwenden, indem ihr einfach Steuerung klickt. Das heißt, ihr nehmt den ersten, haltet Steuerung gedrückt, wählt die anderen aus, dann habt ihr das auf alle bezogen. Und jetzt könnte ich beispielsweise hier Audio aktivieren, das ist jetzt auf automatisch, indem man beispielsweise jetzt hier einen Rechtsklick drauf macht und hier auf die Lautstärke geht. Hier könnten wir jetzt beispielsweise auch die Lautstärke einblenden oder dann auch beim Filmende ausblenden, dass es dann am Ende oder am Anfang leiser oder lauter wird. Oder wir könnten sagen, den ganzen Film und dann sagen wir, das ist uns zu laut, wir wollen jetzt auf Stufe 90% gehen, wir wollen auf Stufe 30% oder auf Stufe 10% gehen, um das somit leiser zu machen. Natürlich habt ihr noch diverse andere Eigenschaften, da könnt ihr euch doch selber mal ein bisschen reinlesen. Ihr könnt beispielsweise auch hier die Dauer schneller machen, das wäre dann sowas wie ein Zeitraffer oder langsamer, das wäre dann sowas wie so eine Zeitlupenaufnahme. Genau, ihr habt ja noch diverse andere Sachen, wie ihr beispielsweise dieses Bild verändern könnt. Aber wie gesagt, das gehört jetzt nicht unbedingt zu den wichtigsten Sachen in dem Programm. Deshalb werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Als nächstes kommen wir zu den Übergängen. Ihr habt natürlich jetzt hier schön diese Clips, aber ihr wollt jetzt auch vielleicht den schönen Übergang haben. Das ist auch sehr, sehr einfach in OpenShot. Dafür nehmt ihr einfach den Clip, wo ihr den Übergang haben wollt und zieht den über den anderen rüber. Und das macht ihr je nachdem, wie groß oder wie lang dieser Übergang sein soll. Das heißt, wenn ihr sehr, sehr langen, langsam aufbauenden Übergang haben wollt, dann zieht ihr das weit nach vorne. Oder wenn ihr so einen kurzen haben wollt, dann macht ihr das einfach mal ein bisschen näher ans Ende. Hierbei ist dann natürlich darauf zu achten, dass ich jetzt sehr lange Videos habe. Das heißt, so ein kleines Stück wird schon ein relativ großer Übergang sein. Ich werde jetzt mal hier meine Zeitleiste holen und werde das jetzt einfach mal abspielen. Ihr habt natürlich jetzt noch Sound. Ich mache den mal für euch aus, den Sound, weil der ist jetzt sowieso irrelevant, da wir jetzt auch mit dem Soundthema durch sind. Sollte nur noch ich das hören. Genau. Jetzt könnt ihr mal gerne hier rechts drauf achten, wie der Übergang jetzt funktioniert. Ihr seht jetzt hier den Übergang, der passiert hier rechts oben. Das ist jetzt ein ganz einfacher Fade-Übergang, der jetzt hier hin und her geht. Das heißt, das geht relativ einfach in OpenShot. Wie gesagt, einfach die Snips übereinander legen. Das könnten wir jetzt hier genauso machen. Könnten jetzt auch hier dieses ein bisschen so reinlegen und hätten jetzt auch hier so einen Übergang, der automatisch erstellt wird. Das könnte man auch manuell machen, indem man jetzt hier auf Übergänge geht und sich hier einen Übergang aussucht. In dem Fall könnte man auch noch mal einen anderen Übergang verwenden. Das heißt, ich werde jetzt beispielsweise mal einen Kreis von innen nehmen, werde diesen hier rüberlegen und der Größe nach anpassen, dass sie auch gleich groß sind. Und jetzt haben wir, ich sehe gerade, der ist noch minimal größer. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ändere ich das mal so, also sind die gleich groß. Okay, dann gehen wir jetzt mal durch und achtet, wie gesagt, hier rechts oben mal auf den Übergang. Jetzt passiert noch nichts, aber es wird gleich ein Kreis von innen kommen. So lautet zumindest der Filter. Was der jetzt genau macht, weiß ich auch nicht. Ihr könnt euch aber auch gerne mal hier einlesen. Ihr seht schon, was passiert. Es kommt so ein Kreis, der nach außen wandert. In dem Fall, ich weiß nicht, warum er nach innen steht, aber der wandert nach außen. Genau. Das ist so weit zu Übergängen. Viel mehr ist da nicht zu sagen. Ihr könnt da ein bisschen mal ausprobieren, was es hier so gibt. Es gibt hier sehr, sehr, sehr viele Sachen. Ihr könnt die natürlich auch wieder löschen, indem ihr jetzt hier einfach einmal auf den Übergang raufklickt und dann einfach entfernen klickt oder ihr macht hier Übergang entfernen und könnt jetzt beispielsweise den wieder hierhin verschieben. Ich lasse jetzt einfach mal so einen kleinen normalen Übergang und ich werde jetzt einmal noch hier rechts dasselbe machen, wobei hier haben wir das ja schon gemacht. Das gefällt mir schon so ganz gut und dann lasse ich das jetzt erstmal so. Hier seht ihr jetzt unsere Übersicht. Diese Reinzoom- und Rauszoom-Funktion ist dabei sehr, sehr wichtig bzw. sehr, sehr hilfreich, weil wir dann einfach mal so dieses Gesamtbild der Clips sehen. So, ihr könntet jetzt wie gesagt natürlich noch hier Musik einfügen und hier natürlich auch wieder die Audio bearbeiten. Das heißt, wenn dann die Musik sehr laut ist in dem Clip, wenn ihr das hier rechts abspielt, könntet ihr das natürlich dann wieder, wie ich euch das gezeigt habe, auf 10%, 20% oder was auch immer stellen. So, das war's zu den Übergängen. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zu den Filtern. Das ist auch sehr einfach in OpenShot. Wie gesagt, OpenShot ist ein Programm, wo alles relativ selbsterklärend ist. Darum rase ich jetzt hier gerade so ein bisschen durch und erkläre euch jetzt erstmal nur die wichtigsten Sachen, weil ich denke, das kriegt ihr dann auch alleine hin, wenn ihr erstmal so diese Vorstellung von dem Programm habt und wisst, wie das so grob funktioniert.
Dafür gehe ich jetzt erstmal hier auf Effekte. Ich habe jetzt hier mir schon so eine Effekte-Spur gebaut. Brauche ich in dem Fall jedoch nicht, weil diese Effekte, die wandelt man oder die wendet man direkt auf die Clips an. Ich könnte jetzt beispielsweise mal, ich gehe mal auf diesen Clip, ihr seht ja, wie es aussieht. Und ich gehe jetzt einfach mal auf das Negativ-Ding. Und das könnt ihr einfach darauf ziehen. Und jetzt seht ihr schon, was passiert. Jetzt habt ihr hier rechts ein Negativ davon. Ich kann es jetzt auch gerne mal abspielen. Ich werde natürlich jetzt nicht alles abspielen, einfach aufgrund der Länge, weil das halt ein fast 20-Minuten-Video ist. Das ist der erste Teil. Und ihr seht, ihr habt den Übergang und jetzt habt ihr hier das Negativ. Wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, ihr wollt das nicht auf diesem ganzen Clip haben, sondern ihr wollt es nur auf dem ersten Teil haben, könntet ihr das auch noch trennen. Dafür entferne ich jetzt erstmal den Effekt. Das könnt ihr machen, indem ihr hier einen Rechtsklick drauf macht, auf diesen Effekt, der dann da oben angezeigt wird, und dann einfach hier auf Entfernen klicken. Ich mache jetzt beispielsweise mal hier nochmal einen Schnitt rein, beispielsweise hier. Nimm wieder, deaktiviere wieder das Schnitt-Tool und jetzt sage ich, ich will einen Negativeffekt auf diesen Clip haben. Und jetzt seht ihr schon, jetzt hat er hier einen Negativeffekt drauf gemacht. Können wir gerne nochmal abspielen. Und dann werdet ihr auch gleich sehen, dass ihr jetzt hier einen Negativeffekt habt. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen vorspule auf diese Seite hier, seht ihr, hier ist es wieder nicht negativ. Das heißt, somit könnt ihr auch Effekte nur auf gewisse Teile anwenden. Dieser Negativeffekt ist natürlich jetzt dabei nur ein Beispiel. Ihr könntet jetzt auch, ich lösche den nochmal, ihr geht hier rauf, Rechtsklick, Effekt entfernen. Und beispielsweise auch sowas wie verpixeln, wenn ihr beispielsweise Passwörter eingibt, gerade auf irgendwas oder so, dann soll das ja nicht jeder sehen, das könntet ihr dann verpixeln. Und dann habt ihr hier in die Übersicht alles verpixelt und man kann jetzt hier nichts erkennen. Hier gibt es jetzt noch diverse andere Sachen. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen durchlesen und ein bisschen durchklicken. Das macht auch Spaß und da lernt ihr auch eine Menge. So, kommen wir jetzt noch zu Texten hinzufügen. Ihr habt natürlich jetzt auch hier, beispielsweise hier habe ich jetzt schon Text drin, wobei das jetzt hier ein Bild war. Ihr könnt auch Bilder hinzufügen, aber mir geht es jetzt darum, dass ihr jetzt im Programm selber einen Text hinzufügt. Beispielsweise jetzt hier. Ich will jetzt hier noch irgendwas in dem Video erklären, was ich aber nicht gesagt habe. Dazu kann ich jetzt einen Text hinzufügen. Das nennt sich bei OpenShot Titel. Seht ihr hier oben. Und jetzt gibt es einmal den animierten Titel und den normalen Titel. Normale Titel, den werden wir gleich benutzen. Nur nochmal kurz zum animierten Titel. Hier seht ihr auch schon das Blender-Symbol für diejenigen, die es kennen. Da könntet ihr theoretisch etwas im Blender entwerfen, also was Animiertes, und könntet das hier dort auch einfügen an der Stelle. Ich werde jedoch jetzt den normalen Titel nehmen. Und jetzt habt ihr hier natürlich auch eine Auswahl an vielen verschiedenen Titeln. Ich nehme meistens immer nur diese Standardsachen, beispielsweise Standard 1. Ihr könntet aber auch hier was bisschen Verrückteres nehmen oder je nachdem, was ihr für ein Video habt, könnt ihr euch auch hier für Flammen oder was weiß ich entscheiden. So, Dateiname ist relativ egal. Das ist im Endeffekt nur das, was dann gleich hier in den Projektdateien steht. Können wir einfach Titel nennen oder Überschrift oder irgendwie sowas. Und jetzt seht ihr hier Zeile 1, Zeile 2 ist in dem Fall das, was hier in der Vorschau auch schon angezeigt wird. Mit The Title und Subtitle. Wenn ich das jetzt hier ändere ich weiß nicht, ich nenne es jetzt einfach mal Übergang oder sowas. Kann man nennen, wie man will. Und ich will beispielsweise jetzt auch nur eine Zeile haben, kann ich die ja weglöschen. Dann haben wir jetzt hier den Übergang. Jetzt könnten wir hier noch die Schriftart ändern, die Schriftfarbe ändern. Ich jetzt sage, weiß würde besser passen, weil hier der Hintergrund schon so dunkel ist. Könnte ich auch weiß auswählen. Und Hintergrundfarbe ist jetzt aktuell noch so gesetzt, wie ihr es hier seht. Ihr könntet jetzt theoretisch auch den Alpha-Kanal auf 0 machen, weil dann habt ihr nämlich einen transparenten Hintergrund und dann sieht es einfach ein bisschen besser aus. Jetzt seht ihr zwar dieses Schwarz, aber das sollte jetzt ein transparenter Hintergrund sein. So, wenn ihr hiermit zufrieden seid, könnt ihr auf Speichern klicken. Und jetzt seht ihr schon, jetzt habt ihr das hier oben drin. Und diesen Titel könnt ihr jetzt ganz normal wieder hier einfügen. Ich füge ihn jetzt beispielsweise mal auf die Effekte. Ich will, dass das gleichzeitig mit dieser Stelle läuft. Das heißt, ich zoome jetzt mal rein und ziehe das genau über diese Stelle. Und jetzt seht ihr schon, was passiert. Jetzt seht ihr hier oben diesen Übergang und der Hintergrund ist transparent. Das heißt, da ist kein schwarzer Kasten darum. Wenn ich das jetzt mal abspiele, seht ihr das? Das wird gleich ganz normal eingeblendet. Da könntet ihr jetzt auch wieder einen Übergang einbauen. Mache ich jetzt mal nicht. Aber ihr seht, hier steht Übergang. Hier könnt ihr das jetzt noch verschieben, wenn ihr wollt. Dafür geht ihr einfach hier links in die Einstellungen und könnt das hier nochmal dann ändern. Wenn ihr beispielsweise das oben haben wollt, könnt ihr das so machen. Oder wenn ihr das jetzt unten haben wollt, dann könnt ihr das so machen. Schaut dafür einfach immer in eure Videovorschau und dann seht ihr, wo das kommt. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal starte den Clip, seht ihr, dass es gleich links unten angezeigt wird. Genau. In dem Fall, was ihr jetzt seht, ist, dass es jetzt so schon fast wie eine Animation ist. Einfach da ich an verschiedenen Stellen jetzt hier schon rumgebastelt habe, sage ich mal. Das heißt, theoretisch, wie man es machen sollte, ist, ich lösche das jetzt nochmal. Theoretisch müsstet ihr das einfügen an die Stelle, wo ihr es haben wollt. Und dann müsstet ihr ganz am Anfang schon angeben, also im ersten Frame sozusagen, ich zoome jetzt mal ein bisschen rein, der wäre jetzt hier genau.
Da müsstet ihr schon den Ort angeben. Das heißt, wenn ihr den jetzt hier verändern würdet zu, was weiß ich sage jetzt einfach mal hier, ich will den hier unbedingt haben, dann müsst ihr das schon hier angeben, denn dann bleibt er dort. Wenn ihr das jetzt beispielsweise erst hier hinten angibt und jetzt hier das ändert, dann ist das sozusagen eine Art Animation und dann geht es von der ersten Position in die zweite Position. Damit könnte man dann auch eigene Animationen erstellen. Dazu jetzt aber nicht mehr aufgrund einfach der Zeit. So, genau, so fügt die Texte im Endeffekt hinzu. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil. Beim letzten Teil, wenn ihr sagt, ihr seid jetzt hier zufrieden mit eurem Projekt, dann könnt ihr jetzt als letztes dieses Video exportieren. Das macht ihr, indem ihr einfach hier links oben auf das rechte Symbol klickt, nämlich auf Video exportieren. Was jetzt passiert, jetzt kriegt ihr hier so ein Pop-up-Fenster und könnt euer Projekt einen Namen geben, wie es dann später heißen soll. Ich nenne es jetzt einfach mal Beispiel oder sowas. Hier seht ihr den Ordnerpfad, den könntet ihr jetzt hier noch ändern. Ich lasse es jetzt einfach mal hier. Und dann können wir jetzt theoretisch auch einfach hier noch ein paar Einstellungen machen, die aber nicht so wichtig sind. Was vielleicht noch wichtig ist, das habe ich ja auch schon im ersten Video erklärt, das Zielprofil bzw. das Zielformat könntet ihr noch auswählen. Ich lasse es jetzt aber einfach erstmal bei MP4 mit diesem Codec. Und natürlich Videoprofil. Ich mache es jetzt mal kurz nochmal auf 60 FPS. Das hätten wir auch schon am Anfang machen können und vielleicht sogar auch machen sollen. Aber ihr könnt es auch noch im Nachhinein machen, von daher ist es nicht so schlimm. Dann geht ihr auf Video exportieren und dann habt ihr diese MP4-Datei nach der gewissen Zeit, die es dann beim Rendern braucht, in diesem Ordner. Wichtig ist vielleicht noch dazu zu sagen, dass das natürlich unterschiedlich dauern kann, je nachdem, wie viel ihr hier bearbeitet habt, wie viele Clips ihr hier benutzt, ist es dann auch unterschiedlich lang. Das heißt, das Rendern kann teilweise mehrere Minuten dauern, bis hin zu mehreren Stunden, je nachdem, was ihr hier habt. Ich gehe jetzt mal auf Abbrechen, weil wir das eigentlich jetzt nicht mehr brauchen. Das war es jetzt auch eigentlich schon zu diesem Teil. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Liked unser Video, kommentiert gerne, abonniert unseren Kanal für weitere Videos. Und wie gesagt, es wird ja noch ein Teil zu OpenShot kommen. Ich werde ein praktisches Projekt umsetzen. Das heißt, es wird hier nicht nur irgendwelche Videosnippets hin und her geschoben, die jetzt nicht so viel Sinn ergeben, sondern ich werde wirklich mal ein paar Aufnahmen machen. Und die dann hier anordnen und ein paar schöne Übergänge reinbringen, mit ein bisschen Musik vielleicht sogar hinterlegen und euch dann mal zeigen, wie das so in der Praxis aussehen kann. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Workshop.